Bei den jetzt folgenden Stories über Drogenerfahrungen können Sie Ihre Kinder getrost im Wohnzimmer lassen. Ey, lass uns über Drogenerfahrungen reden. Ich habe keine, aber vielleicht habt ihr welche. Ich habe auch keine. Das letzte Mal, als ich irgendwas gemacht habe, war mit 16, da habe ich gekifft, war überhaupt nicht meins. Ich habe die ganze Zeit gekichert, ohne Grund. Es ging mir und hattest Hunger? Hatte voll den Fressflash, habe Cornflakes gegessen, Schokolade, alles durcheinander. Haben noch ganz laut Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot gehört, ja. So, wir sind mit der Straßenbahn nach Hause gefahren und dann alles, was wir angefasst haben mit der Straßenbahn, haben wir uns vorgestellt, dass wir einen Elektroschock kriegen, so. Freiwillig? Never ever. Weiß ich nicht. Und ich so. Und dann lag ich in meinem Bett und habe fliegende Buddhas gesehen. Und ich so, wow. Und das war auch das erste und das letzte Mal. Warte mal, aber doch nicht beim Kiffen. Sollte Marihuana sein. Ob es war, weiß ich nicht. Ja. Ich will meinen Körper unter Kontrolle haben. Auch nicht dieses voll wegschießen und so. Nee, das ist auch gar nicht meins. Ich habe das in meinen 20ern nicht gemacht. Wieso sollte ich das jetzt mit 33 machen? Weißt du, was ich meine? Also, Menderes Drogenerfahrung? Nur wenn dann passiv rauchen. Ja. Also du rauchst ja, dann rauch ich mit. Wie sag ich so, Drogenerfahrung? Also ja, lass mich mal überlegen, ja, so passiv. So Weinchen, so ein bisschen, so haha, reicht mir.